Countdown tickt runter. Das Planetary Annihilation Turnier Nummer 3 wird bald stattfinden. Es beginnt am 17. April mit dem ersten Spieltag, wo Team 5 und 6 das Achtelfinale eröffnen werden. Und dazu gibt es noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar hatten wir aus der Community Startegel, der hat nämlich eine gute Idee gehabt, und zwar, was wäre denn, wenn die beiden Teams jeweils ein System vorschlagen könnten, ein paar Tage vorher, bevor sie dann auch tatsächlich spielen, das in den System Sharer hochladen, in die System Share Mod sozusagen, damit jeder sich das angucken kann, jeder es spielen kann. Wir machen vielleicht noch ein kurzes Video dazu, und dann kann das jeweils gegnerische Team sich das vorgeschlagene System vom Gegner angucken. Und am Ende haben wir dann am Spieltag selbst haben wir dann zwei Systeme zur Auswahl. Da werden wir dann eine Münze werfen oder irgendwie anderweitig ein bisschen zufallsbasiert entscheiden. Im besten Fall kennen beide Teams die Systeme, haben sich die wenigstens einmal angeguckt und irgendwie kurz besprochen, was man da so an Taktiken machen kann. Und dann wird gespielt. Dadurch wird das ganze Turnier noch ein bisschen interaktiver. Das finde ich eigentlich ganz schön. Letztes Jahr haben wir ja auch die Systeme ausgesucht. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm. Dieses Jahr würde ich sagen, seid ihr dran mit Systeme erstellen und uns geben. Wenn nicht beide Teams ein System eingereicht haben, vorher, vor dem Spiel, dann wähle ich eins aus. Also dann wähle ich ein anderes System aus, was nicht von den Teams kommt. Weil wenn nur ein Team eins einreicht, dann hat das ja einfach den enormen Vorteil, dass es ja das einzige System von ihnen kommt, und dann hat der Gegner, kann dann später sagen, ja, wir haben nicht so gut drauf gespielt, wir kannten das ja nicht lang genug, wir hatten auch kein eigenes uns ausgesucht und so. Also das ist blöd. Genau. Da werde ich dann eins aussuchen aus unserem Pool. Wir haben ja hier schon ein paar Systeme gesammelt. Wann sollt ihr die Systeme einreichen? Also, ich hätte gerne die Systeme 3 Tage vor eurem jeweiligen Spiel. Spätestens. Wenn ihr sie früher habt, wenn ihr früher ein gutes System habt, wo ihr euch mit eurem Partner abgesprochen habt oder was ihr auch einfach mir zeigen wollt dafür, aber wirklich nur eins bitte. Ich möchte mir nicht 4 Systeme angucken und mir dann eins aussuchen. Ja, also eins, sucht eins aus, was ihr cool findet, und zeigt mir das. Und das bitte bis spätestens 3 Tage vorher. Bedeutet also, das erste Spiel findet am 17. April statt. Ich hätte gern spätestens am Dienstag, den 14. April, das System oder die Systeme gesehen von den beiden antretenden Teams, Team 5, Team 6. Wenn bis Dienstagabend da nicht 2 Systeme gekommen sind oder auch nur eins, dann suche ich da eben für das Spiel ein System aus. Warum 3 Tage vorher? Naja, damit das im System Sharer auch noch ein paar Tage zur Verfügung steht und beide Teams sich das jeweils andere System anschauen können. Für den 18. April, den Mega-Spieltag, dann entsprechend Mittwoch am 15. spätestens die Systeme mir zeigen. Lieber früher, weil da treten 6 Teams gegeneinander an in 3 Spielen. Und dann muss ich mir jetzt nicht Mittwochabends um 10 noch irgendwie 6 Systeme anschauen. Das fände ich ein bisschen blöd. Also wenn ihr mich vorher irgendwie erwischt, dann schreibt mich doch bei Steam an und zeigt mir das System. Genau, sprecht euch dazu mit eurem Teampartner ab, wenn möglich, wenn ihr den erreicht, wenn ihr den bei Steam irgendwie mittlerweile gefunden habt. Wenn nicht, dann ist das sehr schade, dann haben wir sowieso ein kleines Problemchen, aber dann sagt mir das auch, ne? Also wenn ihr den nicht erreicht, dann schreibt mich dazu auch nochmal an. Genau, ich denke, dazu ist alles gesagt. Wenn ihr nicht wisst, wie der System Share Mod-Dingens funktioniert, googelt es, das ist leicht zu finden, also wirklich, das ist einfach zu finden. Ich habe mir das auch selbst angelesen, ich wusste das vor ein paar Monaten auch noch nicht. Findet man leicht, System Share, also wie Systemteiler auf Englisch. Oder ihr fragt mich nochmal bei Steam, oder wenn es gar nicht geht, wie gesagt, mich fragen oder einen der anderen etwas länger hier aktiven Spieler, also Markus, Startegel zum Beispiel, könnt ihr fragen, oder Heizmeister oder Valentin Metz oder ja, so Leute, die sich halt ein bisschen besser auskennen. So, kurze Ansage zum Thema Systeme. Also, es gibt Regeln, und wenn die Regeln nicht eingehalten werden, dann werden die Systeme auch nicht zugelassen. Die Regeln sehen wie folgt aus. Maximal 3 Planeten, minimal 2. Es gibt keine Ein-Planeten-Systeme. Alle Planetenarten sind zugelassen. Planetengröße, ich habe hier schon mal einen vorbereitet. Planetengröße ist maximal 600. 600 ist das größte. Wie gesagt, 2 bis 3 Planeten. Ihr habt also mehrere zur Auswahl, wenn ihr dann kämpft, wo ihr hingeht und so weiter. Startplaneten maximal 2. Also ihr könnt auf verschiedenen Planeten auch den Start hinlegen, aber nicht auf 3 verschiedene. Also wenn ihr 3 Planeten in euer System packt, dann nicht bitte auf allen Startpunkt setzen, sondern nur maximal auf 2.
hier Height Range und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles einstellen, wie ihr wollt. Das ist ja Teil von vom Spaß, so ein bisschen den Planeten zu erstellen und zu designen. Ihr könnt natürlich auch spezielle Sachen einbauen, ne? Also irgendwelche hier bei Advanced Edits könnt ihr natürlich auch irgendwelche Höhen, Rampen und unterschiedliche Sachen einbauen, wenn ihr das mögt. Symmetrie könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Gameplay maximale Metall Density und Metal Clusters 50. Also das ist bei beidem bitte das Höchste. Gerne weniger, könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich möchte keine Planeten, die mit 500 Metallspots übersät sind. Sowas gibt es auf jeden Fall nicht. Genau, ja, hier Thrusters könnt ihr natürlich einstellen, wie viele Helles man braucht. Steht euch natürlich auch völlig frei. Genau, und es sind wie gesagt alle Planetenarten. Ups, jetzt wollte ich gerade schließen. Alle Planetenarten zulässig, also auch Gasplaneten, Metallplaneten. Bei Gasplaneten ist natürlich die Sache mit der Größe ein bisschen anders. Gasplaneten können so groß sein, wie ihr wollt. Also hier noch normale Zahlen. Also 1500 ist jetzt hier, glaube ich, Start eingestellt. 1500 ist schon mal eine gute Zahl. Ja, also damit kann man umgehen. Deutlich größer, ihr könnt auch 1800 machen oder 1700 oder so. Aber da wäre mir lieb, wenn das jetzt nicht so unglaublich riesig würde. Also keine, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was die Maximalzahl ist. Macht nicht die Maximalzahl. Zum Thema Planetennamen und Systemnamen wurde ich tatsächlich gefragt von jemandem, der von der Idee hier schon gestern gehört hatte, ob man da so ein bisschen schnippisch sein darf und kleine Anspielungen auf andere Mitspieler machen darf, vielleicht auch auf die Gegner. Ja, aber keine beleidigenden Wörter, ja, stark sexuellen Begriffe. Also lasst euren Pipi-Kacke-Humor bitte da, wo die Sonne nicht hinscheint. Gut, das sind, glaube ich, alle Informationen. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt mich bei Steam an. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ziemlich viel geklärt jetzt gerade in dem Video. Also ich möchte jetzt nicht gefragt werden, wie groß die Planeten maximal sein dürfen. Das sage ich im Video. Ja, also guckt euch das in Ruhe an und dann entscheidet. Wie gesagt, die Teams, die am 17., am ersten Spieltag antreten, bitte bis spätestens Dienstag, den 14. April, mir die Systeme zeigen. Die Teams, die am 18. dran sind, die sechs Teams, bitte bis spätestens Mittwoch, den 15. mir das Ganze zeigen. Heute gibt es leider keine Folge Planetary. Ich bin ein bisschen krank. Daher möchte ich lieber im Bett liegen, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, ich sage euch das mit den Systemen noch. Dann habt ihr nämlich statt Planetary zu gucken, was zu tun, nämlich Systeme designen. Und wer nicht beim Turnier mitmacht, der kann gerne andere Videos bei uns gucken. Da gibt es noch einige spannende Sachen. Der Kanal besteht ja nicht nur aus PR. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns, sehen uns, sprechen uns spätestens in einer Woche bei den ersten Turnierspielen und ein paar Tage später sehen auch alle anderen das, nämlich wenn es dann losgeht mit dem Turnier, auch hier im Kanal. Also, bis dann, macht's gut.